Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, beziehungsweise ich überlege das eigentlich schon die ganze Zeit und bin echt drauf und dran, mal zu gucken, ob wir nicht eventuell jetzt schon irgendwo was Neues bauen können. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, das ist das Problem, aber bisher sieht eigentlich doch alles ganz gut aus. Wo ist denn überhaupt... Achso, das Schiff. Da müssten wir mal kurz gucken. Das ist schon da. Okay, dann können wir das direkt verkaufen. Oh, ich wollte... Ja, genau. Okay. Dann können wir das erstmal verkaufen. Was ist jetzt hier für eine Aufgabe? Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise Ihrer Majestät zu beeinflussen. Und ja. Ab geht die Post. Retten Sie zwei Schiffsbrüchige. Okay. Das machen wir jetzt im Moment aber noch nicht. Was ist das eigentlich? Kreissäge ungewöhnlich. Hier ausgerüstet bei der Handelskammer. Können wir die eigentlich aufnehmen? Weil die versperrt uns ja hier die ganze Zeit zum Öffnen des Handelsrouti. Ah. Okay. Skin ändern. Keine Ahnung, ob das schöner aussieht. Wir nehmen jetzt einfach mal den. So, ich würde aber gerne mal schauen. Die Insel ist schon besiedelt, ne? Das ist eine unbesiedelte Insel. Da haben wir auch massenhaft Rohstoffe. Jetzt würde ich sagen, dass wir erstmal ein bisschen die Zeit beschleunigen und warten, bis das Schiff hier ist. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob das funktioniert, was ich mir jetzt hier gedacht habe. Oder ob das gar nicht funktioniert. Wir können, Moment, wir können aber eigentlich auch hier hin. Theoretisch müsste zum einen der Weg kürzer sein. Und zum anderen, ja, doch, da können wir hochbauen. Sollte eigentlich funktionieren. Was das hier ist, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Wir beschleunigen das Ganze noch ein bisschen. Man sieht ja unten auf der Karte, dass das Schiff schon extrem schnell auf dem Weg nach hier ist und auch gleich da ist. Bin ich jetzt echt mal gespannt. So, kann man denn jetzt hier irgendwo... Oh, was ist das? Moment. Hä? Habe ich jetzt hier einen hingebaut, oder wie? Okay. Ja. Möchte ich gerne? Wieso kann ich das jetzt nicht? Ganz ehrlich, irgendwie sieht die Farbe so jetzt total doof aus. Okay, warum kann ich jetzt nicht bauen? Oder muss ich die Sachen jetzt rüberbringen mit dem Schiff? Moment. Aber ich kann das doch nicht beladen, oder? 10 Bretter, 8 Eisen. Das wäre jetzt doof. Versetzen, kopieren. Nein. Och, du sollst hier hin. Ist das denn so schwer? 10 Bretter, 8 Eisen. Ach so, das würde dann aber heißen, dass ich das ausladen muss. Handelsmenü. Ach, das wäre irgendwie logisch. Okay, dann werde ich jetzt mal darauf warten, dass das Schiff wieder nach hier kommt. Ach, das sind die Fischer. Ach, wie süß. Das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Also mir ist schon aufgefallen, dass die hier rausgehen. Beziehungsweise rausschwimmen. Diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Oh, ja, die ist angemessen. Vielen Dank. Wir wären dann soweit. Okay, Moment. Riesige Flotte gebaut. Hat eine Armada gebaut. Zu welchem Zweck, das können wir nur vermuten. Doch es sei für einen maritimen Sieg oder für einen Handelsprofit. Eine größere Flotte muss immer besser sein.
Ja, okay. Und direkt daneben, das Schiff wurde verkauft. Ja, sonst haben die keine Probleme. Okay. Aufstandwahrscheinlichkeit minus 50, das ist schon mal gut. Zufriedenheit würde ich aber gerne noch ein bisschen hochbringen. Kein Problem. Unser Schriftsetzer bleibt so lange hier. Das ist schön und das ist Wie nett. in alten Perfekt. Zeiten. So. Klicken für die Direktüberführung ins Inselwarenlager. Oder auch nicht. Ja. Frachtraum. Ach so, ist jetzt. Es ist jetzt. Okay. Aber kann ich jetzt auch die Sachen holen? Kein Handel. Kaufen, verkaufen. Rechtsklick, Handel stoppen. Nee, das wollen wir ja auch nicht. Frachtraumkapazität. Ah, okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Muss man ja alles erstmal rausfinden. Nee, ich will aber nicht. Hallo? So. Das hätte ich jetzt andersrum machen sollen, aber okay. Nein. So, 8 wollen wir mitnehmen. Jetzt habe ich schon vergessen, was wir jetzt an Holz brauchen, ehrlich gesagt. Deswegen nehmen wir da mal 20 mit. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So. Aha, das muss man ja auch erstmal alles wissen, ne? Wo haben wir denn den Anspruch mehr oder weniger jetzt? Das war, glaube ich, hier, oder? Unbesiedelte Insel. Oder war es jetzt die andere Insel? Nee, aber ich meine, das ist die Insel gewesen, wo ich jetzt gerade gewesen bin. Aber die ist auch unbesiedelt. Die ist schon besiedelt. Die auch. Okay. Da war auf jeden Fall hier dieses komische Ding hier. Was? Hunde? Wieso ist hier. Wollt ihr mich veräppeln? Wieso steht hier so eine Boje direkt drin? Okay. Muss man nicht verstehen. Okay, gut. Das machen wir jetzt natürlich mal ein bisschen schneller. Das ist schön, dass die mit uns handelt. Es ist ja irgendwie auch ganz cool, so das Wasser anzusehen. Da sind wir schon. Moment. Ah, wieso ist das jetzt so groß? Ich würde den aber schon gerne. Muss man den hier so schräg reinmachen? Nun, Kleinvieh kann auch eine Menge Mist machen. Dass sie sich langsam mal ausbreiten. Was ist das denn für ein? Okay. Hier können wir die nicht hinmachen. Okay. Würde ich mich jetzt eigentlich sagen, da finde ich das jetzt optisch schöner, aber gut, wenn es nicht geht. Ich meine. Ja, egal. Auf jeden Fall wäre es natürlich jetzt intelligenter gewesen, wenn ich mir ein paar Rohstoffe mitgebracht hätte, fällt mir gerade so ein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Dann, wir haben jetzt natürlich wirklich noch gar nichts da. Haben wir denn hier? Ne, da haben wir jetzt auch nichts mehr drin. Ne? Das ist, ach, dann brauchte ich wirklich die 20 zum Bauen. Okay. Immerhin, das habe ich mir richtig gemerkt. Okay, dann würde ich sagen, Bretter. Holzfällerhütte. Ich brauche aber erstmal die Leute da drauf, was ich jetzt natürlich so erstmal nicht habe. Moment, ich muss hier erstmal einen Weg ziehen. Für mich
ganz wichtig. So, und den ziehen wir da hoch, damit wir hier dann auch einen Marktplatz reinstellen können. Ja, der passt noch. Okay, gut. Dann machen wir da erstmal ein Bauernhaus rein. Ich würde sagen, die machen wir, oder? Aufgrund der Ersparnis der Breite machen wir immer so Vierer. Ist mal ein ganz anderes System. So. Ich habe doch keine Ahnung, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Aber ich hatte irgendwie mal Lust, jetzt hier komplett neu zu siedeln. Deswegen, ja, ist ein Versuch wert. Okay, Marktplatz. Aber da würde ich dann eigentlich behaupten, dass wir den weiter oben machen. Schauen wir hier mal eben. Haben wir denn noch etwas, wo wir was holen können? Wo wir was kaputt machen können? Eieiei. Ich will gar nicht drüber nachdenken, ob die eventuell von irgendeinen Bären angefallen werden können. Okay, anscheinend kann man hier nichts kaputt machen. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Moment, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Bretter kriegen. Das heißt, das mache ich jetzt so, dass das relativ weit außen ist. So. Und einmal hier durch. So. Dann braucht man natürlich auf jeden Fall noch ein Lagerhaus. Dafür haben wir jetzt natürlich keine Bretter mehr. Das war klar. So, das ist bis da vorne. Das heißt, da mache ich das dann rein. Ja, ist aber nicht schlimm, weil das ist ja quasi unser Lagerhaus hier, ne? Da können wir dann erstmal die Güter da reinmachen. Und dementsprechend würde ich dann später ein Lagerhaus direkt hier oben hinbauen. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, das will ich doch hoffen. So, ja, du hast kein Lagerhaus in Reichweite. Ich weiß. Dringend ein Lagerhaus. Ja, Leute, ich hab halt nun mal nichts, ne? Ich meine, da kann man mir auch nichts aus der Tasche ziehen. So, da wir aber, jetzt haben wir das natürlich hier so ein bisschen gedreht. So, da wir aber hier ganz viel haben, würde ich sagen, dass wir hier hingehen, beziehungsweise erstmal eben hier hingehen, bevor wir die Aufgabe nämlich gleich nicht mehr machen können. Das wäre nämlich ziemlich doof. Und ich denke mal, da muss ich mir einfach mal so ein Startkapital wirklich holen, dass ich sagen kann, was? In ihren Städten gibt es Ruinen. Wo? Was? Wie? Hallo? War das eine Warnung? Was? Hä? Wie zerstörte Gebäude? Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Ja, das ist mir klar, aber wieso sind die Gebäude jetzt zerstört? Da haben doch Leute drin gewohnt. Die vermutlich auch Hunger hatten. Aber gut, ich meine, davon mal abgesehen. Hallo? Okay, sammel du jetzt erstmal hier alles ein. Vielleicht ist das jetzt auch zu schnell gegangen, weil ich das jetzt auf Schnelllauf, auf schnelleren Durchlauf jetzt gemacht habe. Mangelt es an Arbeitskraft? Eieiei. Moment, wo ist denn? Nee, meine Aufgabenbereiche hier. Liefern Sie. Wohin denn? Nach hier. Das ist ja mal heftig hier. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Abholaufgabe. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Ja, von mir aus können wir das machen. Wir schauen jetzt hier aber erstmal, dass wir hier noch ein bisschen was machen können. Wie die Made im Speck. Ja, das will ich hoffen, weil offensichtlich haben wir hier ja leichte Arbeiterprobleme. Was zu essen. Wie endlich gibt's wieder was zu essen? Hallo? Schuften,
Jeden Tag dasselbe. Das hört sich jetzt aber nicht nach einem zufriedenen Arbeiter an. Obwohl da steht, dass er zufrieden ist. Also irgendwie, naja, ich weiß es nicht. Okay, wir bauen hier auf jeden Fall noch mal ein paar neue Häuser rein. So, damit wir die, die wir verbessert haben, damit mir dann nachher nichts fehlt. Was fehlt euch denn? Ach so, Fisch. Wieso Fisch? Leute, ich habe hier so viele Fischereien. Ich meine, da können wir... Wieso ist das hier falsch rum drin? Da können wir natürlich noch eine hinstellen, das ist kein Thema. Ja. Für mich ist die Küste frei, Vollhonk. Machen wir es halt dahin. So. Es mangelt an Arbeitskraft. In Pinkport? Wo zur Hölle ist Pinkport? Dieses ist Ditchwater. Dann ist das wahrscheinlich das andere, aber da kann ich jetzt natürlich nicht hin. Zumal, ja, da jetzt anscheinend auch keiner mehr lebt. So, ist der jetzt hier mal in der Nähe von seinem Ziel oder wo muss der hin? Anscheinend noch nicht ganz, weil er soll eigentlich das Ganze abgeben. Weil ich den noch brauche. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Ein Flaggschiff. Kann ich mir ein Flaggschiff nochmal herstellen? Müsste ich eigentlich. Die Frage ist nur, kann ich das jetzt machen oder erst später? Ah, auch interessant zu sehen. Die haben die ganze Industrie nach draußen verlegt. Aber dann sieht man direkt die Industrie, wenn man ankommt. Das ist doch auch scheiße. Ich glaube, das Ziel ist hier oben. Genau. So, irgendwas läuft bei mir gerade nicht ganz rund. Jetzt, wo wir es langsam gemacht haben, schon. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Halladrio, das macht mich froh. Das ist schön, dankeschön. So, dann holen wir mal die Wundertüte. Das ist hier direkt um die Ecke, ja wunderbar. Was? Ja. Hallo. Wieso bei mir? Hä? Oder, Moment, hat das irgendwas damit zu tun, weil ich hier den Weg da nicht dran gemacht habe vielleicht? Weil ich verstehe das mit den Ruinen jetzt gerade irgendwie nicht. Am Hängen ist er jetzt auch gerade noch. Ich mache jetzt mal die Wege hier. Ich weiß auch nicht, aber die Wege habe ich doch bei dem anderen gemacht, meine ich. So. Die werden auch beliefert. Also daran liegt es nicht. Ist natürlich jetzt nur immer wieder ein bisschen, aber ist ja okay. Weil wenn die mir jetzt nochmal kaputt gehen, dann weiß ich auch nicht, woran es jetzt gehen könnte. Das hier ist ein trauriger Flecken Erde. Warum bist du unzufrieden? Moment. Schnaps. Also wir müssen auf jeden Fall gucken. Wirtshaus. Wie? Ihr habt hier hinten kein Wirtshaus. Ja, so geht das natürlich nicht. Da müssen wir natürlich für sorgen, dass wir hier eins hinbauen. Also, hättet ihr aber auch was sagen können hier. Also, so, Moment. Zack. So besser, Leute. Jetzt habt ihr hier ein Wirtshaus. So, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal dafür, dass die jetzt wieder... Ja, siehste. Alkohol ist die Lösung, sag ich doch immer. So. Einmal Treibgut müssen wir noch holen. Aber wo? Ich sehe hier nichts. Kannst du mal da wegfahren? Da. Okay, wo müssen wir das hinliefern? Zack.
Das ist gar nicht so weit entfernt, oder? Komme ich nicht von hier unten? Ja. Meine ich doch. Dann können wir das direkt ein bisschen beschleunigen. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Warum gehe ich denn immer in die Miesen rein hier? Und dann bin ich doch wieder im Plus. Also irgendwie, naja. Hast du mich erschreckt? Alles erledigt? Oh ja! Ja, ja! Ja. Verwendbar für Schiffe. Handelscharter. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber ich bin natürlich froh darüber, dass wir es bekommen haben. So. Ach, das ist bei uns? Ach, das ist ja cool. Dann brauche ich hier ja gar nichts zu machen. Tja. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Es mangelt an Arbeitskraft. Transfermenü. Kann man das irgendwie verwendbar für Schiffe? Ja. Ich oute mich jetzt mal einfach. Ich habe keine Ahnung, was eine Handelscharter ist. Ja, das dachte ich mir nämlich. Linienschiff, Clipper. Meins kann ich offensichtlich noch nicht machen. Ja, das Blöde daran ist jetzt nur, dass ich auch die Fregatte, die ich ja dringend brauche, immer noch nicht machen kann, weil ich keinen Handwerker habe. Und ich habe absolut keine Ahnung. Treibgut. Sammeln wir mal ein. Ach, das haben wir... Haben wir das jetzt rausgeworfen, oder wie? Ich hab's jetzt ins Lager, glaube ich, getan. Gut. Jetzt muss ich nur mal schauen. Irgendwie bei dem Ganzen weiß ich gar nicht mehr, was ist. Moment. Das ist... Nee, das ist die Feuerwache. Da, Handelskammer. Kann ich das? Ja, okay, perfekt. Beeinflusst Holzfällerhütten. Okay, das heißt, wir müssten da auch noch so ein Ding hier unten bei den Holzfällerhütten am besten hinstellen. Kleiner Hafen. Bin ich doof? War eine rhetorische Frage. Wirtshaus. Schnaps müssen wir auch gleich nochmal gucken, weil irgendwie die brauchen ja jede Menge Schnaps hier anscheinend. Wer bin ich jetzt? Handelskammer, da ist es doch. Och, mein Gott. Okay, das Problem ist, so habe ich da wahrscheinlich keinen... So kann ich die auf jeden Fall beeinflussen. Dann machen wir das doch so. Das war jetzt doof, weil ich dann auch wieder weniger Platz habe hier unten. Aber gut, geht halt nicht anders. So, beeinflusst Produktivität. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ah, dankeschön, dankeschön. Ja, so langsam läuft es doch eigentlich ganz gut, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder was habe, wo ich dann denke, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir Holz mitnehmen. Guck mal, bis 50 können wir reinladen. Hier wird sowieso genug produziert. Beziehungsweise Sägebretter nehmen wir mit, kein Holz. Ziegelsteine könnten wir eigentlich auch schon mitnehmen. Aber ich würde jetzt gerne für den Anfang... ein bisschen Arbeiterkleidung. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was die noch brauchen. Lehm sind wir auch wieder ganz oben. Ja, ich nehme mal einmal Ziegelsteine mit. Beziehungsweise zweimal. So. Dann reisen wir hier hin.
Ja, aber die sind doch hier angebunden. Also da kann ich mir wirklich höchstens vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil die halt kein Essen hatten. Das Problem bei der Sache ist halt, Würstchenproduktion. Dafür brauchen sie Sägewerk. Sägewerk und Ziegel. Oh, gut, dass ich das mit reingetan habe. Ach, nee, ist aber eigentlich auch total dämlich gewesen, weil ich ja auch einfach hier den Dings hätte hinbauen können, ja? So. Kann man das jetzt irgendwo... Der will das da überhaupt nicht da an die Küste dran machen, habe ich so das Gefühl. So. So, ja, dann würde ich sagen, warten wir, bis das Schiff da ist. Wobei ich jetzt nicht genau weiß. Doch, das ist dieser kleine Punkt da oben. Das heißt, es ist jetzt gleich hier. Sehr schön. So, das leiern wir jetzt mal alles aus, das auch. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen mit ausgelagert, aber gucken wir jetzt erstmal. So, Renovierungskosten. Die wollen jetzt erstmal einen Marktplatz haben. Okay, dann also doch. Deswegen sind die wahrscheinlich Fritte gegangen. Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist jetzt nicht mein Problem. Da kann ich doch jetzt nichts für. So, den Marktplatz haben sie jetzt. Jetzt sollen sie auch erstmal die Gebäude hier wieder hinstellen. So. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ja, wir brauchen dringend ein Lagerhaus. Ach so, ja, stimmt. Ein Lagerhaus brauchen wir auch. Das stimmt. Dann nehmen wir das hier hin. So. So. Und dann hoffen wir mal, dass die Gebäude jetzt nicht wieder kaputt gehen, weil sonst raste ich hier wirklich komplett aus. So, die anderen Bedürfnisse, die haben noch nicht mal das Bedürfnis auf Fisch gehabt. Die sind einfach nur kaputt gegangen, weil die den Markt nicht gehabt haben. Oder was wollt ihr mich veräppeln? So was völlig Unwichtiges wie den Markt. Tja. So. Nichtsdestotrotz müssen wir den aber auch bauen, weil sonst haben wir nämlich keinen Fisch. Also einen brauchen wir auf jeden Fall schon mal, den anderen können wir danach hier von mir aus noch bauen. So. Die sind voll zufrieden, aber noch nicht voll produktionstechnisch. Ja, aber die trudeln doch jetzt gerade ein, oder nicht? 37, ja, es ist trotzdem nur 2. Okay, dann bauen wir hier noch ein paar Häuschen mehr hin. Das ist ja okay. Also solange die mir nicht wieder zerfallen, ist ja alles okay. Aber ich habe das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gecheckt. Ich dachte, es wäre wirklich, weil die nicht angebunden sind. Was logisch wäre, weil ja, ich das jetzt auch hatte gerade. Aber das war es anscheinend nicht. Ja, da kann man mal sehen, ne? Was führt sie zu uns? Nicht genug Arbeitskraft, aber... Es wird so langsam. Naja, zumindest gut, man muss dazu sagen. Genug zu essen. Ja, das auf jeden Fall. Auch wenn die aktuell noch nicht das Bedürfnis danach haben, überhaupt Fisch zu essen, aber egal. Ja gut, dann würde ich hier erstmal sagen, dass wir definitiv noch ein paar Häuser dran bauen. So. Dass die mir nicht sagen können, dass die hier, ne? Dass sie nicht genug Arbeiter haben. Die kann ich noch gar nicht bauen. Achso. Mist. Ich bin hier so schön alles am Vorbereiten. Das gibt's doch nicht. Aber gut, wenn es geplant ist, ist es ja auch nichts Schlimmes. Hier haben wir schon mal Produktion, das ist auch schon mal sehr gut. Da müssen wir nämlich eigentlich gucken, dass wir hier noch einen hinbauen, damit wir hier schneller produzieren können. So, die haben genug Arbeiter, so wie es aussieht.
Perfekt. Hier können wir auch wieder was Neues bauen. So, die Frage ist jetzt natürlich, was die jetzt alles brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine Feuerwehrwache. Die würde ich aber eigentlich relativ mittig hier hochsetzen. Aber nicht so, sondern so würde ich die dann hinsetzen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja, da gucken wir jetzt mal nach. So, was ist das denn hier? Beeinflusst die Menge an Waren, die ihre Bevölkerung benutzt. Oh Gottchen. Gottloser Ort. Ja, wir müssen eine Kirche bauen. Ich merke das schon. Moment, das müssen wir mal eben lektorieren hier, weil wir wollen ja, dass die Leute... So, wir möchten, dass die Leute mehr Geld ausgeben. Das ist ein ganz frischer Blick. Ja, das ist ein komplett frischer Blick, genau. Und das können wir gerne veröffentlichen, das ist okay. Ich fühle das Chi, die Last der Scham. Ihr gefällt nicht, dass wir Propaganda einsetzen. Gut, ist nicht mein Problem, wenn ihr das nicht gefällt, weil wir müssen das machen. So. Dann schauen wir hier doch mal eben, was wir hier noch brauchen. Also... Wir leben hier an einem guten Ort. Ja, die Leute wollen Fisch. Jetzt wollen sie aber bestimmt auch bald Arbeiterkleidung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich irgendwo so ein bisschen weiter weg... Es darf natürlich nicht zu weit weg sein. Oder vielleicht hier unten. Das wäre noch eine Möglichkeit. So. Und das dann... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, das ist schön. Das ist aber nur das Zwischenziel zu dieser Siedlung, möchte ich anmerken. So. Gebäude bauen. Gebäude und Module. Achso, kann ich beides direkt machen? Nö. So, was haben wir denn hier? Schaffärch. Das machen wir mal hier so drumherum. Ich wollte gerade sagen, weil wenn wir nämlich ein Silo dann bauen könnten, dazu brauchen wir dann aber wieder Holz. Wie viel Holz haben wir denn jetzt gerade aktuell? Also Bretter. Nicht so viele. Dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir auf jeden Fall... Hä? Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen mit den 100%. Okay. Ja gut, da überschneidet sich das natürlich. Das ist dann nicht so gut. So. Das müssen wir jetzt leider so hochbauen. Und stellen dann hier unten am besten noch ein zweites Sägewerk hin. Dann haben die zwar ein bisschen länger von dem Transportweg her, aber das finde ich persönlich dann nicht so schlimm. So, ich würde sagen, das sieht im Moment ja noch gar nicht so schlecht aus. Die Feuerwehrwache ist natürlich nicht verkehrt. Die Frage ist, ja, da würde ich mich erstmal die Weberei bevorzugen, weil die sonst wieder meckern werden wegen der Arbeitskleidung. Ja, das ist hier schon, fängt hier schon an, ich habe es gewusst. Aber die Feuerwehrwache können wir auch bauen. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich baue jetzt hier gar nichts mehr, weil... ich gar keine Ressourcen mehr habe. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Ich speichere das Ganze nochmal eben vorsichtshalber so. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und ja, bin ganz stolz, dass es dann trotz Anlaufschwierigkeiten doch noch geklappt hat, hier anzusiedeln. Es wird schwierig werden. Ich denke, ja, dass es nicht einfach ist, gleichzeitig zwei Inseln zu unterhalten. Und ich hätte ehrlich gesagt gerne noch eine dritte aufgebaut. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Aber wir können das Ganze ja erstmal so halten, dass wir vorerst zumindest noch das Dörfchen mit Bauern lassen. Eventuell dann noch eine neue Insel besiedeln, damit wir dann auch ein bisschen mehr Platz haben. Und die anderen uns nicht alles wegnehmen können in dem Moment.
Und da muss ich dann mal schauen, dass ich dann entsprechend noch Holz und Ziegel am besten auch. Und Stahl war das, genau. Dass ich die Sachen dann rüberschiffe und dann nochmal auf einer dritten Insel zumindest so ein bisschen den Anfang dann mache, damit ich die Insel schon mal für mich reserviert habe, so gesehen. Und ja, dann schauen wir mal einfach, wie das Ganze dann ausgehen wird mit drei Inseln. Also bei der dritten Insel werde ich erstmal klein halten. Die werden Holzproduktion haben, kleines Dörfchen und werden halt versorgt werden. Und ich hoffe mal ganz einfach, dass sie dann auch entsprechend zufrieden bleiben vorerst, bis ich mich dann darum kümmern kann. Und ich weiß, ich habe die erste noch nicht ganz besiedelt, aber es ist bestimmt nicht verkehrt, andere Insel auch zu besiedeln, weil die haben ja entsprechend auch noch viele Rohstoffe, die man nutzen kann. Und ja, da kann man vielleicht von Insel zu Insel dann auch wieder was rüberschiffen, was vielleicht die eine Insel mehr hat und die andere Insel weniger. Müssen wir dann mal schauen. Vielleicht mache ich auch aus der einen Insel so eine halbe ja, Industrieinsel, sage ich mal, dass da halt sehr viel angebaut wird und dann Handel betrieben wird mit der anderen Insel oder was. Ich habe keine Ahnung. Ob das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht, weil Häuser muss man ja so oder so bauen, weil die auch irgendwie arbeiten. Also die Arbeiter irgendwo wohnen müssen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Ciao!